بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind jetzt mit der 17. Lektion, الدرس السابع عشر von dem Buch دروس اللغة العربية. Und in dieser Lektion wird es keine neuen Regeln geben, eher mehr nur Wörter und Wiederholung. Dann lesen wir erstmal den Text. Hier gibt es einige Sätze, und zwar Abwabul Masjidi Maftuhatun. Die Türen der Moschee ist offen. Also Maftuhatun ist offen. Liman hadhihi al-buyutul jadidatu. Wem gehören diese neuen Häuser? Hier, sie gehören Limudir Sharikati, gehören dem Direktor oder dem Chef der Firma. An-Nujumu Jamilatun, die Sterne sind schön. Hadihi Durusu Sahlatun, diese Lektionen oder Aufgaben sind einfach. Fil Hindi Luratun Kathiratun, in Indien gibt es viele Sprachen. Ein al-Kutubul Jadidatu. Wo sind die neuen Bücher? Hier fil Maktabati. Sie sind in der Bibliothek. Tilkes Sururu Maksuratun. Sarir ist ein Bett. Surur sind mehrere. Jene Betten sind gebrochen oder kaputt. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Die japanische Uhr ist billig. Hadhihi al-humru al-hamiru lil-fallahi. Diese Esel, also Mehrzahl, und man kann auch sagen Hamir, also Humur geht und Hamir geht. Im Koran hat man zum Beispiel das Wort Humur. Lil-fallahi, dem Bauern. Aina kutubukunna ya akhawatu. Wo sind eure Bücher, o Schwestern? Hier fil fasli. Sie sind in der Klasse. Hadhihi kutubi. Dies sind meine Bücher. Utilka kutubu ukhti. Und jene sind die Bücher meiner Schwester. Hadhihi makatibu tullabi. Das sind die Schreibtische der Studenten. Jetzt, wenn wir Bibliotheken sagen möchten, was sagen wir? Maktabatun. Weil eines Maktaba. Fi hadha al-shari'i fanadiqu kabiratun. In dieser Straße gibt es große Hotels. Irgendwelche Fragen? Okay. Jetzt, hier gibt es Aufgaben. Tamarin. أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا الضمير هي. Also, wir sollen jetzt diese Fragen beantworten und bei der Antwort sollen wir den Pronomen benutzen. Hier, sie. Die erste Frage ist zum Beispiel أين الكتب الجديدة؟ Ahmed? هي في هي في المكتبة. Genau, richtig. Okay, die zweite Frage. Liman hadhihi al-buyut al-kabiratu? Muss ich jetzt unbedingt das antworten, was davor stand? Ja, wenn es geht. Also, die Fragen gehören eigentlich dem Text. Aber da muss ich die Seiten aufschlagen. Okay. Warte. Buyut al-kabir war doch Müdir. Hier li Mudirish Sharikati oder so, ne? Genau, richtig. Okay, drei. أبواب السيارة مفتوحة. نعم. So, نعم هي مفتوحة. Genau. أين أقلام المدرس؟ هي أقلام. Also هي في الفصل.
Dies mit dem Fassel war Kutub, richtig? Bei Nummer 10. Ich weiß nicht, ich war. Also ich Ab lang gibt gehe. es ja einen. Gibt es da gar nicht? Gibt es gar Ja, dann geht die Antwort ja trotzdem. Dann kannst du das selbst sagen. Also du kannst sagen, die sind im Haus, die sind in der Schule. Was war Tasche nochmal? Habiba. Nicht du? Nochmal? Habiba. Dann hier viel Arebati. Genau, hier für Haribati. Ich guck mal ganz, oder? Ja, also zum Beispiel hier im Buch bei der Lösung hat man dann eben gesagt, hier al-Maktabi hunak. Okay. Jetzt 5. Einel Kilabu. Die Hunde kamen auch nicht vor. Okay, eine Klabu. Hier. Ja, hier viel. Viel Beti. Zum Viel. Beispiel. Oder für Hadith. Sind doch Hunde, ne? Ja, genau. Die letzten Hunde. Also, okay, für Beiti zum Beispiel. Was bei uns nicht geht. Okay, ein Al-Hamir. Al-Hamir, hier, also bei hier, Lil-Falahi, kann man das so sagen? Nee, weil hier fragst du ja nach dem Ort, Ja, nicht. dann, warte, was war Garten nochmal? Hadira. Ja, hier, viel Hadirati. Haben wir schon Dorf? Dorf hatten wir. Kann sein, dass sie es auch mal hatten. Ich kann mich nicht daran erinnern gerade. Okay, Aber. also Dorf ist zum Beispiel Qarya. Dann kannst du sagen, hier fil Qaryati. Hier, viel Qaryati. Hier Okay. dann. Dann zur nächsten. Eine Kutubuki, ja, Mariam. Ja, hier. Wie viel Mektebeti? Genau, zum Beispiel. Okay, die nächste Frage ist dann. Eine der Fatirut-Tullabi. Hier viel Fasli. Genau. Eine al-Fanadiqus-Saghiratu. Mal Hotel, ne? Hotel. Dann kann ich einfach hier für Scherio الشارع مذكر oder مؤنث؟ ja, eigentlich ist es so männlich, oder? Genau, männlich. Dann sagen wir nicht Harry, sondern Also ich habe okay, dann hier für Scherio. في هذا Schari. الشارع, genau, weil es Bedel ist. Okay, die Genau. letzte Frage. لمن هذه الأقلام الجديدة؟ Wo sind die neuen Stifte? Also für wen sind die neuen Stifte? Ja, hier, Li. Geht nicht, aber hier, Li. Genau, hier Ali. Also gönn mir gerne. Also geht das schon als Antwort hier, Lee? Ja, das geht. Achso, okay. Ich dachte gerade, du wartest noch, dass ich noch antworte. Nee, nee, nee. Also, ach so, hier Ali, also du meinst, sie gehören mir. Genau, sie gehören mir. Ach so, da musst du ein bisschen verlängern, damit man das merkt. Also hier, Lee. So. Genau, sonst kann man es schwer verstehen. Okay, bei der Aufgabe 2, hawil al-Mubtada, also du sollst den Mubtada ändern, fi kulli min al-Jumla al-Atiya ila Jama, also zu einem Plural. Man hat ein Beispiel, und zwar al-Babu maftuhun, die Tür ist offen. Al-Abwabu maftuhatun, die Türen sind offen, und dann merken wir, dass der Adjektiv
ein Thema mit am Ende kriegt. Okay, bei Nummer 1. هذا قلم جديد. Okay, dann ein Moment, hier Erklärung Jadidatun. Nein, Hier warte. müssen wir sagen, also هذه أقلام جديدة. Jadidatun. Genau, das ist ja von letzter Woche, ne? Herr benutzt, okay. Okay, jetzt Max. Dann Nujumun Jamilatun. النجوم weil wir L haben, جميلة. Okay. ذلك كتاب قديم. أولئك كتب قديمة. أولئك كتب قديمة يا Dann أولئك البيوت جميلة. Nur, dass wir nicht Ulaike sagen, weil Ulaike ist ja für die Dings, für Aqil. Ah ja, dann, Da müssen dann mussten wir was machen? Dings Tilke, ne? Genau, Tilke. Tilke al-Buyutun Jamilatun? Tilke al-Buyutu Jamilatun. So. Tilke al-Buyutu Jamilatun. Und das davor, Tilke Kutubun Qadimatun. Genau. Okay, Nummer 5. Das ist greifst du jetzt auch mit diese Akkel und Reihe Akkel? Nein, oder? Wie bitte? Muss jetzt auch hier auf Akkel und ohne Akkel achten oder ist es nur bei Werlich und Zilke? Nee, das ist nur bei dem Plural meistens. Bei dem Plural. Ja, ich meine, ich bin, dann wird es jetzt Hadhihi Durusun Sahi Sahlatun. هذه الدروس سهلة. Dann طيب das دي nächste. هذه الدروس also هذه الدروس genau also bestimmt ist es ja Latun dann ich Jebel nur Jebel ist Kamel also أولئك الجبال nein das ist warte was Kamel. davon. Erstens, wir haben letztens gesagt, dass der Kamel ist nicht einer, der versteht, also der einen Verstand hat. Mit Verstand meint man einen Menschen oder eine Person, die einen Beruf hat. Also zum Beispiel dieser Person, dieser Student und so weiter. Die nächste Sache ist, dass El-Jamal ist Kamel. Aber hier steht El-Jabal. Jabal ist Jebel, Berg, Berg. ja. Dann, okay, dann Tilkel, Jibalu, Da'idatun. Genau, super. Irgendwelche Fragen? Nein, nein, ich bin wieder durcheinander gekommen. Ich dachte Lebewesen, aber nur Menschen, ach so. Naja, weil Hüseyin jetzt nicht da ist, hast du nicht so viel Zeit nachzudenken. Ja. Okay, dann Mac, Herr Mektebo, Maxurun, Ula il Nevat Merzal und nicht den Sozialen. Herr The Hill, Mac, Mac, ganz kurz, Mektebatu. Mektebat, wenn da am Ende Temarbuta gibt. Hier gibt es okay, dann. Wir hatten doch gerade diese Form. Einen Moment kurz. Muss kurz gucken. Nee, da habe ich auch extra betont. Ja. Bei Nummer Merkert, 12. Merkertibu, ne? Genau. هذه المكاتب مكسورة. Genau. Nummer 8. هذا مسجد جميل. هذه مساجد جميلة. Genau. Nummer 9. هذه ساعة رخيصة. هذه jetzt die Frage, was war das Theater nochmal? Also die Mehrzahl. Das haben wir, glaube ich, auch schon hier. Sowieso, wenn Herr Marbut am Ende ist, dann ist es ganz einfach. Achso, warte, dann mal einfach noch verlängern. Ne? Warte, هذه ساعة تو رخي ساعة
Rachidatun. Rachisatun. Das sind billige Uhren. Bleibt das Adjektiv gleich? Genau, das Adjektiv bleibt gleich. Weil hier ist das sowieso schon weiblich gewesen. Und deswegen bleibt es auch so. Soll ich wiederholen? Kannst du 10 nochmal wiederholen? Ich habe 10 noch gar nicht gemacht. Achso, okay. Also, ich mache jetzt 10 damit. Ta'iratu. Tilket ta'iratu kebiratun. Du musst dir so vorstellen, der Ta Marbota geht weg. Du fügst dann eine Elif und ein Ta hinzu. Tilka ta'iratun kebiratun. Genau, richtig. Okay, dann Nummer 11. Hada talibun jadidun. Ha'ulai طلابٌ جديدة. Genau, جديدة. جديدة, da haben wir, glaube ich, جودة gesagt. Also mache ich nicht hier die weibliche Form, weil ich es nicht benutze, ne? Weil ich nicht hätte hier mache, ne? Ganz kurz, ich muss das mal nachgucken. Ich glaube, man müsste eigentlich Judud benutzen, weil das ist ja die männliche Form. Wir sind noch bei der zweiten Aufgabe. Ha'i Tullabun Jududun. Kannst du mich hören? Ja, okay. Also wir sagen hier Ha'ulai Tullabun Jududun. Okay. Dann müsste ich jetzt auch beim nächsten Mal, nächsten Satz ist aber auch jetzt bei Kebirun trotzdem nochmal die männliche Form benutzen, war nicht Kebira am Ende, ne? Genau, also müsste dann da. Wir müssen die wir gelernt haben. Ula ikerrijalu tutjarun kebi. Kebirun. Nein, warte, Kebirun war auch Mehrzahl. Kibarun. Ulaika ar-rijalu tujarun kibarun. Genau. Und keine Ahnung, aber bei der Lösung hat man, glaube ich, einen Fehler gemacht. Man hat anstatt Tajir alim gemacht. Ja. Zalika ar-rajul alimun kabirun. Okay. Jetzt Nummer 13. هذا النهر كبير. هذه النهر كبيرة. Ich weiß nicht, ob wir den Plural schon von Nehr bekommen haben. Anhar. Also هذه الأنهار. Okay. هذه الأنهار كبيرة. Genau, كبيرة. Weil Nehr غير عاقل ist. Okay. Dann gehen wir zur dritten Aufgabe. ضعف الأماكن الخالية, also in der Lücke, فيما يلي أخبارا مناسبة oder مناسبة. Also ein Khabar, der مناسب ist. Wie wir gesagt haben, der Nominativsatz besteht aus Mubtada und Khabar und der zweite ist dann Khabar. Okay, also von dir aus selbst musst du dann ein Wort herausholen. Al-Baytu. Also jetzt ein Adjektiv hinzufügen, ne? Genau, irgendein Adjektiv. Okay, Al-Baytu. Ba'idun. Also Ba'id. Genau, zum Beispiel. Jetzt, damit man das nicht falsch versteht. Also ein Khabar ist nicht so wie im Deutschen. Also im Deutschen sagt man Adjektiv, aber der Khabar ist mehr umfassbar. Also da kann man noch andere Sachen hinzufügen. Zum Beispiel, die Studenten schreiben.
Jetzt dieses Schreiben, das kann man eigentlich auch als, also das bezeichnet man auch als Khabar sozusagen, diesen Satz sozusagen. Also ich komme jetzt ein bisschen zu fortgeschritten mit diesem Thema, aber damit man eben später dann versteht, dass der Khabar nicht nur Adjektiv ist, sondern auch andere Sachen bedeuten kann. Okay, also jetzt du hast zum Beispiel gesagt, al-Baytu ba'idun. Okay, bei Nummer 2, al-Nujumu. النجوم جميل Nujum, also Adjektiv muss ich. Nochmal. En-Nujumu Ja, dann habe ich, weil ich nicht die Messer wusste, habe ich dann einfach ein Nujumu Kibarun genommen. Jamilatun. Okay, das geht auch. Nur die Sache ist, ich konnte dich gerade nicht hören, deswegen. Okay, jetzt Nummer 3. El-Babu. Babu Maftuhun. Zum Beispiel. Nummer 4, Al-Qalamu. Al-Qalamu Maksurun. Das ist gebrochen. Also seit Anfang an schon gelernt haben. Okay. 5, Al-Buyutu. Okay. Okay. El Boyutu, so Karibun, aber ich weiß jetzt von Karib nicht die Mehrzahl. Für Karib musst du ja nicht Mehrzahl, du musst einfach den weiblichen da Ach ja, herausfinden. allerdings Karibetun. Genau, Karibaton. Okay, dann El-Abwabu. الأبواب مفتوحة. Genau. Es-Sayyaratu. السيارات، was kann man nehmen؟ السيارات، warte ganz kurz، ich habe eine Idee. Wir können auch so machen, dass wenn du ein Adjektiv im Kopf hast, dass du mir sagst, was du sagen möchtest und ich Ja. gebe dir das Wort. Somit kannst du dann Kann neue. schnell, also das Auto ist schnell. Okay, schnell ist Saria. Nochmal. Saria. Sin, Ra, Ya, Ein. Sehr, also okay. Saria. Dann Essayer Ra. Das ist Mehrzahl, ne? Nee, Saria ist das Eigentliche. Du musst jetzt noch den Der Shemarbuzo hinzufügen. Essayer Ra. Sehr, Atun. Genau, richtig. Okay, El Mindilu. El-Mindilu. Was ist. Warte, okay, nein, das weiß ich schon. El-Mindilu. Also Tahir, irgendwas mit sauber. Tahir. 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 El-Mindilu Tahir. Genau, Tahirun. Tahir, okay. Dann. El-Fadiqu. الفنادق كبير كبيرة Genau. الطلاب. الطلاب الطلاب جميل وبعدين نسمع سنة الطلاب was kann man dann nehmen dann nehme ich Dings was war nochmal von Reich? Agniyau? Reich, genau. El-Tulabu Okay, und dann L. Was? Kumsanu? Was ist Kumsan? El-Qumsan. Qumsan kommt von, glaube ich, von Qamis. Weißt du, was Qamis war? Ja, Kamis.
War das Klamotten? So ähnlich, also Hemd. Okay, dann. Ja, dann teuer. Was ist teuer? Rali. Rein, Elif, Lam, Ja. Rali. Rally. Ja. Genau, und da hier Plural ist, musst du was machen? Ja, ein T hinzufügen. Also Rally, Rally, El-Rumsano, Raliyatun. Genau, super. El-Rumsano, Raliyatun. Okay. Bei Nummer 4 haben wir Hat, Jumel oder Jama, El-Kalimat, El-Atiya. Also von hier möchte man den Plural haben. Babun, was ist der Plural? Okay, Babun, Abwabu, Genau. Beitun. Buyutun, Genau. Najmun. Nujumun, Qalamun. Aqlamun, Genau. Himarun. Humurun, Humun, oder? Hamirun oder so. Genau, Hamirun. Sarirun. Sururun, Nahrun. Enherun oder Sayyar. Enheru, Ja. Seyera tu, Tun, genau. ja, Seyera. Okay, und dann zur letzten Seite, dann sind wir fertig, inshallah. Kilab, Kelbun. Kilabun, Ta'iratun. Ta'iratun, Darsun. Durusun, Bahrun. warte mal, weiß gar nicht, ja. Abhurun. Bahrani, Nee, Abhurun. 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 Weißt du, was Bahra Ja, mehr. Genau. Auch im Koranisch, also kommt die Sab'atu Abhurin in Surat Luqman, glaube ich. Also ich weiß, ich kenne aus Kef. Bei Kehf-Surase. Bei Hazreti Musa, die Geschichte. Aber da steht Bahr. Ich meine, dieses Plural von Abhor, das gibt es in Surat Luqman. Na, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Und also hier gibt es auch, wie gesagt, es gibt hier Plural Jama Qilla und Jama Kathra, also Jama Plural von mehr und Plural von wenig. Also es Und gibt vier. zwei. Du meinst diese, dass es einmal Plural ist für zwei und danach für mehr als zwei? Meinst du das? Nee, nicht das, weil Achso. der Plural, also diesen Dual, was du meinst, das ist, wenn du den Elif und den Nun hinzufügst. Zum Beispiel Bahr, Bahran. Okay? Oder Ders, Dersan. Das ist Dual. Danach, nach diesem, also der Plural ist ja eigentlich mehr als drei. Diese mehr als drei, das kann man auch definieren, also einteilen auf Plural wenig und Plural viel. Zum Beispiel, ma heißt Wasser. Mia heißt viel Wasser. Emwa ist viel auch, aber es ist immer noch wenig zu etwas, was sehr viel ist. Kapiert? Und deswegen gibt es für Bahr zum Beispiel Abhur und es gibt es auch Bihar. Also beides geht. Soll ich weitermachen? Ja, das war jetzt nur so extra. Okay, Kitabun. Kutubun. Qamisun. Umsanun. Genau. Darajatun. Darajatun. Genau, wenn ich jetzt so, wie heißt das, ein Motorrad sagen möchte, was muss ich hinzufügen, damit man es deutlich versteht? Nochmal, ich hab nicht gehört. Wir haben ja letztens Oder? gesagt, Darajatun hat zwei Bedeutungen, entweder Fahrrad oder Motorrad zum Beispiel. Damit ich das irgendwie definieren kann oder teilen kann. Was muss ich sagen? Irgendwas mit, war das irgendwas mit Benzin oder sowas? Ganz nah. Darajatun nariyatun, also Feuer. Ach, Feuer. Okay, Haflun. Haklon. Hier Hiralon? Keine Ahnung. Hafalatun.
Hafalatun? Nicht Haflatun, sondern Hafalatun. Also alles hat Fetha. Weißt du, warum denn Fair? Ist das nicht ein Graf? Ach so, tut mir leid. Haqlun, okay. Weil Hafl, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, warum jetzt Hafl, das haben wir bis jetzt noch nicht gelernt. Hafl selbst ist ja sowas wie ein Fest oder eine Feier. Aber Haqlun ist Feld. Okay. Feld. Und was ist was Plural ist davon? Der Plural war Huqulun. Okay. Jibalun. Genau. Dann gehen wir runter und da sind dann eben die neuen Wörter, die wir hier gelernt haben in dieser Lektion. Al-Kalimatu al-Jadidatu, al-Sharikatu und der Plural ist Sharikatun, was Firma heißt. Mudiru al-Sharikati, der Chef der Firma. Und Rakhisun, billig. Wir haben auch den Gegenteil auch erwähnt. Rali, das ist noch, teuer. Und Qamisun und Qumsanun. Das ist eben auch ein neues Wort. Und somit sind wir dann inshallah fertig. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.